Neue Woche, neue Choreo. Einmal eine Weihnachtschoreo. Für diejenigen, die schon ein bisschen länger bei mir sind, die kennen die vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Deswegen, ich fand die so cool. Die würde ich gerne nochmal auffrischen. Und dann könnt ihr die zu Hause gerne weiter tanzen. Und zwar ist es die Christmas Cat Choreo. Wer sich noch erinnert, der kommt wahrscheinlich ganz schnell wieder rein. Für die anderen, wir machen es nochmal ganz komplett von vorne, langsam und so weiter und so fort. Und zwar, der erste Grundschritt ist, die Arme sind immer parallel, immer gleich, als hättet ihr ein Seil zwischen den Händen, ein kurzes. Und das müsst ihr die ganze Zeit festhalten, aber das darf nicht zu lasch sein, also da darf kein Knick unten sein. Und ihr könnt natürlich auch nicht zu weit, weil das Seil ist nur ganz kurz. Ja? Also das kurze Seil müsst ihr immer ganz straff halten und das ist, und die Arme halt dabei strecken. Die Arme gehen dabei nach oben, unten, oben, unten. Immer über die eigene Seite. Ja? Und wir gehen nach oben, haben einen Stopp, unten haben einen Stopp. Dabei gehen die Knie nach links und rechts. Ja? Die wackeln so. Ja? Ihr kommt entweder ihr kommt einfach rein, ja? Ihr habt einfach dieses Wackeln. Ja, geht eher auf die Zehenspitzen und verschiebt eure Hacken, als dass ihr das andersrum macht. Das geht ein bisschen leichter. Und noch ein kleines, falls ihr es ganz perfekt machen wollt, hier seid ihr ganz weit oben. Ja, die Beine sind gestreckt und hier seid ihr ganz weit unten. Ja, dass da so ein kleiner Höhenunterschied ist. Ja, also wir haben 1 und 2 und 3 und 4. Ich glaube, wir haben 5 und 6 und 7 und 8. Dann haben wir 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Ja, das ist relativ schnell. Bumm, 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 stehen, bumm, bumm, da, 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 da. Dabei ist der Arm nach vorne, wo wir hinwollen und wir schwingen. Und schwingen, und schwingen, und stehen. Und wir schwingen, und schwingen, und schwingen rumherum. Ja? Das heißt, wir haben bumm, tap, bumm, und tap, bumm, tap, da, 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 da. Ja? Und das wiederholt sich relativ oft. Das ist der Grundschritt, da habt ihr richtig viel Zeit jetzt zu üben, man kann. Der kommt immer ein bisschen öfter. Ja? Dann kommt die Strophe. Ja, das, was ich gerade eben gemacht habe, das ist der Refrain. Das wiederholt sich, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und dann kommt die Strophe. Bei der Strophe haben wir die Hände an unserem Cowboy-Gürtel. Oberkörper nach vorne. Wir haben Seite, Seite mit Nachstellschritt. Rundherum. Andere Seite. Ziehen, ziehen, rundherum. Dann haben wir rein. Ich mache es mal ein bisschen weiter hin, dann sieht man das. Der Fuß, ja, der vordere Fuß kommt hinten in die Kniekehle rein. Die Hände kommen ran. Und dann machen wir was Cooles, was krass aussieht, aber was eigentlich gar nicht so schwer ist. Ja. Der Fuß kommt in die Kniekehle rein. Unser Knie wird gebeugt. Ja, bumm. Und jetzt gehen wir nach unten in die Hocke. Ich zeige es einmal ganz kurz. Bumm, ha. Sieht man das? Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Bumm, ha, auf den Fuß, den wir gerade unten drauf gemacht haben und drehen uns nach oben. Ja, das könnt ihr super gut zu Hause üben. Nochmal langsam. Fuß kommt in die Kniekehle rein. Wir sind schon ein bisschen weiter unten. Jetzt gehen wir nach unten in die Hocke und fallen auf den Fuß drauf, den wir gerade eben in die Kniekehle gemacht haben. Sind jetzt in der Hocke und drehen uns langsam nach oben. Und umso schneller und umso flüssiger ihr das macht, umso krasser sieht es aus. Aber es ist gar nicht so krass. Deswegen schaffen wir das auch alle. So, das ist doch mega cool. Also, bumm, tap und hoch. Genau, sehr schön. Von hier aus haben wir hinten, hinten, hinten und stehen. Ja? Hände schütteln, 3 Schritte nach hinten und beim letzten ran. Dieser ganze Teil wiederholt sich dann auch nochmal. Ich glaube, eine neue Sache kommt noch und dann wiederholt sich nochmal der Refrain. Ja? Okay, nachdem wir das zweite Mal das hier alles gemacht haben, ja, wir sind dann
Hier angekommen haben wir wackeln, wackeln, eintauchen, eintauchen, wackeln, wackeln, eintauchen, eintauchen, größer, wackeln, wackeln, eintauchen, eintauchen, wackeln, wackeln, eintauchen, eintauchen. Von hier aus haben wir ziehen und ziehen und von hier aus haben wir tief und haben von der einen Seite zur anderen Seite bouncen und haben tap, 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 stehen. Und von hier aus kommt das Ganze nochmal. Okay? Viel Spaß beim Üben. Viel Spaß bei Grüßungscat. Und ja, vergesst nicht, mir ganz viele Videos zu schicken. Ich vermisse euch nämlich ganz doll. Viel Spaß!